Hallo, hallo, Koch mit Andrea. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute Abend noch ein Pizzagewürz. Meins ist alle gegangen und da brauche ich Neues. Und ich habe gedacht, dann nehme ich euch mal mit zu. Und da brauchen wir auch heute mal keinen Thermomix. Das füllen wir gleich ins Glas, schütteln es durch und lassen es dann gut durchziehen. Und dann haben wir schon unser Pizzagewürz. Schnell und einfach. Und wir legen gleich mal los. Wir brauchen einen Teelöffel Mario. Majoran, dieses. So ein Teelöffel. Und Oregano, dieses hier. Auch ein Teelöffel. So. Und Thymian. So, auch ein Teelöffel. So. Und jetzt brauchen wir 2 Teelöffel Paprika edelsüß gemahlen. So, dann haben wir die Zutaten schon drin. Ich mache jetzt zum Schütteln, klemme ich hier so ein Küchentuch zwischen, dann klebt das nicht alles am Deckel. Und jetzt schütteln wir es einfach ordentlich durch. So. Guckt. So sieht schon das fertige Pizzagewürz aus. Ich rühre das nochmal mit dem Löffel ein bisschen durch. Riecht richtig toll. Guck, das ist unser Pizzagewürz. Ganz schnell und einfach. Und man hat es dann immer. Jetzt lasse ich das einen guten Tag noch durchziehen, dass es ordentlich alles mit sich vermengt. Und dann haben wir das schon für die nächste Pizza. Wie gesagt, finde ich immer ganz gut. Vor allem hat man dann immer im Haus, braucht man dann nicht das Pizzagewürz kaufen. Das ist genauso gut wie das gekaufte. Und vielleicht war es ja was für euch. Dann könnt ihr es mir mal in der Infobox reinschreiben. Beziehungsweise in den Kommentaren, nicht in der Infobox. Ob es euch gefallen hat. Und ich schreibe euch das Rezept wieder in die Infobox, so wie immer, bei jedem Rezept. Und dann vielleicht ein kostenloses Abo abonnieren. Däumchen nach oben wäre ganz nett. Und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video. Und dann passt gut auf euch auf. Und dann hören wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao!